Doch neulich klingelte an einer Tür und da stand Thom Yorke, Nostradamus und einer Abgeordneter von den Mayas. Und die haben gesungen, halt die Fresse, kriegen Kill. Olli Schulz, SOS, Save Olli Schulz. Der unkontrollierbare Songwriter Olli Schulz braucht Hilfe. Das wundert mich als Kenner der Szene nicht. Hinter der lustigen Fassade, die uns Menschen, tanzt den Bibo, tanzt das UFO, brachte, brodelt es. Das Problem von Olli Schulz war immer als Albumkünstler, er wollte nicht lustig sein, sondern melancholisch. Darin war er aber nie so überzeugend wie als Showman. Diese Platte nun macht ihren Frieden mit beiden Seiten. Save Olli Schulz ist keine Comedy, aber auch kein Melodrama. Sie ist bitter, irre, originell. Meiner Meinung nach seine mit Abstand beste Platte bisher. Ich schwör's. Dass ich zur richtigen Zeit das Richtige mache, das kommt, ist noch nie vorgekommen.